Servus und willkommen zum Vorschau- und Tippvideo zum 7. Bundesligaspieltag der aktuellen Saison 2021-2022. Und ja, wir gehen so ein bisschen in die Mitte der Hinserie. Wir haben schon einige Überraschungen erlebt in dieser Saison. Und ja, es ist auch wieder Champions League Woche, das heißt Doppelbelastung für die Champions League und Europa League Teilnehmer. Das heißt, es gibt wieder drei Sonntagsspiele. Viele Mannschaften müssen geschont werden. Dortmund, die jetzt am Dienstag schon Champions League gespielt haben, müssen am Samstag ran, haben allerdings ein relativ einfaches Spiel. Ein Heimspiel gegen Augsburg. Ansonsten, ja, ist Haaland eventuell wieder dabei bei Dortmund, was natürlich auch einen riesen Unterschied macht, haben wir in der Champions League gesehen, wo sich Dortmund gerade so gegen Lissabon ohne Haaland durchgesetzt hat. Ansonsten, ja, weiter spannende Spiele. Die Tabellenführung scheint schon entschieden zu sein, sozusagen. Bayern München hat hier übernommen und wirkt jetzt auch nicht so in den letzten Spielen, als wollten sie das Ding irgendwie wieder abgeben. Spannend wird eher sein, wer sich dahinter weiter jetzt etabliert, ob Wolfsburg, Leverkusen, ob die Position halten vor Borussia Dortmund. Spannend auch, wird Leipzig den Aufsteiger besiegen, geht so ein bisschen der etwas positivere Trend des letzten Spiels jetzt weiter. Damit genug Intro. Wenn ihr Bock habt, lasst dem Video noch ein Like da, gönnt dem Video ein Like, wäre richtig geil. Und wenn ihr noch nicht subscribed habt, subscribe, dass ihr auch in Zukunft immer die Videos seht. Ansonsten immer gerne gesehen, natürlich auch kommentiert unter dem Video eure Tipps für diesen Spieltag. Ansonsten starten wir mit dem 1. FC Köln, der empfängt am Freitagabend den Tabellenletzten aus Fürth. Kräuter Fürth, ja, wie zu erwarten war, schwer in die Saison gestartet. Noch ohne Sieg, bis jetzt nur mit einem Unentschieden, einem Punkt. Für Köln sieht es da besser aus, die haben schon zweimal gewonnen. Zuletzt gab es drei Unentschieden, allerdings halt immer ungeschlagen auch. Torverhältnis von Köln ist auch gut, ist auch positiv. Also Baumgart scheint da richtig, ja, die Leidenschaft zu entfachen, auch in der Mannschaft, die er am Seitenrand, ja, überträgt sozusagen auf die Mannschaft. Köln mein klarer Favorit, auch wenn es zuletzt viele Unentschieden gab. Aber Kräuter Fürth scheint einfach von den Fähigkeiten, von dem Spielerpotenzial nicht wirklich in der Bundesliga mithalten zu können. Deswegen mein Tipp, 3:1 Heimsieg für den 1. FC Köln. Ja, apropos, kann nicht in der Bundesliga mithalten. Hertha BSC empfängt meinen SC Freiburg in der nächsten Partie. Und bei den Berlinern ganz, ganz merkwürdig. Die meisten Gegentore nach den 6 Spieltagen, jetzt 3 im Schnitt. Zuletzt eben bei RB Leipzig 6:0 komplett unter die Räder gekommen. Die einzigen Punkte in dieser Saison eben gegen Kräuter Fürth geholt und dann auch gegen den VfL Bochum. Das heißt, nur gegen die beiden Aufsteiger überhaupt Punkte gewonnen in dieser Saison. Ansonsten 4-mal auch schon wieder verloren. Sieht jetzt durch die 2 Siege nicht ganz so schlecht aus. Aktuell auf Platz 12. Aber Hertha ist sicherlich wieder mit einer Mannschaft, die man noch nicht unbedingt so bezeichnen kann. Auf der anderen Seite mein SC Freiburg völlig überraschend. Nach 6 Spieltagen noch ungeschlagen. 3 Siege, 3 Unentschieden. Grundsolide reingestartet. Jetzt zuletzt bei der Verabschiedung des alten Stadions nochmal richtig gegen Augsburg gezeigt. Ja, was so mit den Fans im Stadion geht. In Berlin ist es natürlich auswärts wieder ein bisschen schwieriger. Ich glaube, es ist eine offene Partie, die am Ende 1:1 ausgeht. Und Hertha holt einen Punkt gegen einen Nichtaufsteiger. Dann, ja, der VfB Stuttgart, dem geht es nicht viel besser als Hertha. Der ist auch nicht wirklich gut in diese Saison gestartet. Beziehungsweise er ist ganz gut gestartet mit einem furiosen, ja, mit der furiosen Tabellenführung am ersten Spieltag. Aber danach ging nicht mehr wirklich viel. Hoffenheim ist schon wieder so, der Gegner von Stuttgart ist schon wieder so im Mittelfeldmodus angekommen. Tabellenneunter, 2 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, so wie wir das von Hoffenheim aus den letzten Jahren auch so ein bisschen kennen. Und auch für diese Partie mein Tipp, 1:1 Unentschieden, klassische ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften, ja, wie gesagt, noch nicht so überzeugend in dieser Saison. Anders und nicht so ausgeglichen wird die nächste Partie auf den ersten Blick, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Wolfsburg als Tabellendritter
empfängt Borussia Mönchengladbach. Aber wenn wir uns die Trends anschauen, ist es halt so, dass bei der Heimmannschaft Wolfsburg zuletzt nach den 4 Auftaktsiegen halt nur noch ein Unentschieden, eine Niederlage steht. Und bei Borussia Mönchengladbach, die schrecklich in die Saison gestartet sind, stehen eben 2 Siege aus den letzten 3 Spielen. Deswegen gar nicht so eine eindeutige Partie. Ich glaube aber, dass sich hier wieder Wolfsburg zu Hause durchsetzt. Mit einer soliden Defensive, mit vielen flexiblen Offensivspielern. Mein Tipp, 1:0 Sieg für den VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Dann mehr Tore im nächsten Spiel. Das ist zumindest mein Tipp. Borussia Dortmund als Tabellenvierter und als zweitbeste Offensive der Liga. Kristallisiert sich schon wieder alles raus in den letzten Jahren. Bayern mit den meisten Toren, Dortmund mit den zweitmeisten. Dortmund empfängt auf jeden Fall den FC Augsburg. Der ist auch nicht wirklich gut in die Saison gestartet. Aktuell Tabellen 15. Nur Bielefeld, Bochum, Kräuter Fürth hinter Augsburg. Das sagt, glaube ich, auch schon alles. Und bei Dortmund wird es auch nicht viel zu holen geben. Dortmund setzt sich souverän 4:1 durch gegen den FC Augsburg. Ja, Leipzig. Was soll man zu Leipzig sagen? Unter der Woche jetzt auch in der Champions League wieder den ganzen positiven Aufwärtstrend in der Liga so ein bisschen weggeworfen. Mit der Heimniederlage, mit einem 2:1 Heimniederlage in der Champions League. Jetzt kommt nach dem fulminanten 6:0 gegen Hertha der VfL Bochum, der ist 17. Der hat auch ein Unentschieden und 3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen. Das heißt, Leipzig theoretisch mit der Chance, da wieder gut anzuknüpfen. Ich glaube, die werden sich aber schwer tun gegen Bochum und sich am Ende knapp 2:1 durchsetzen. Allerdings, Aufwärtstrend ist vorhanden. Leipzig dann sicherlich schon so wieder auf dem Weg in die europäischen Plätze. Dann die Sonntagspartien, und da haben wir ja so ein bisschen meinen geheimen Kracher an diesem Spieltag, nicht von den Namen, weil es ist Mainz gegen Union Berlin, aber die sind halt beide wieder sehr gut gestartet in die Liga. Mainz zuletzt auch ein bisschen schwächer mal mit einer Niederlage und einem Unentschieden, trotzdem solider 6. nach 6 Spieltagen. Union ist auch schon wieder 8. Der Vorteil von Mainz halt, dass Union unter der Woche ran muss, international. Und dann ist es halt natürlich eine Frage, ob die Kräfte, ob die Spieler das von Union, die das nicht gewohnt sind, so mitmachen können. Deswegen ganz knapp Mainz, mein Favorit. Viele Tore werden nicht fallen. Mainz, wie gesagt, erst mit 3 Gegentoren in dieser Saison, beste Defensive in der Liga. Union ist jetzt auch nicht dafür bekannt, wahnsinnig viele Gegentore zuzulassen. Mein Tipp am Ende, enges Spiel. Mainz setzt sich aufgrund der weniger vorhandenen Belastung mit 1:0 durch. Dann, ja, ein Bundesliga-Klassiker, der FC Bayern München als Tabellenführer schon wieder empfängt Eintracht Frankfurt. Frankfurt spielt nur unentschieden, das soll man sagen. Haben 5-mal unentschieden zuletzt gespielt, aber unentschieden helfen ja der Bundesliga halt nicht. Deswegen steht Frankfurt da auch nicht besonders gut da auf Tabellenplatz 14. Bayern ist klarer Favorit und ich glaube, hier gibt es auch kein Unentschieden. Bayern setzt sich 2:0 gegen Frankfurt durch. Ja, dann letzte Partie am Sonntag. Arminia Bielefeld empfängt Bayer Leverkusen. Das ist der drittletzte gegen den zweiten. Ganz, ganz klare Vorzeichen. Leverkusen spielt bis jetzt eine starke Saison. Einzige Niederlage gegen Borussia Dortmund, ein unglückliches 4-3, wo Leverkusen auch stark aufgespielt hat. Bielefeld, ja, sieht auch schwer aus nach einer sehr, sehr schweren Saison. Klar, haben es hingekriegt, viel unentschieden zu spielen, aber auch noch ohne Saisonsieg die einzigen außer Kräuter Fürth und Eintracht Frankfurt. Und das wird auch so bleiben. Bayer Leverkusen setzt sich 3:1 in Bielefeld durch und ja, bleibt damit auf dem 2. Tabellenplatz. Bielefeld hingegen bleibt im Tabellenkeller. Ja, das war's schon wieder mit der Vorschau zum 7. Spieltag. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, mein Name ist Overskill Gaming. Ich bin raus. See ya!